Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Einrichtung von Offshore-Windpark steht man im Kern vor zwei schwierigen Aufgaben. Was passiert eigentlich, wenn jemand auf so einer Windenergieanlage einen Unfall hat? Wie kommt der so schnell wie möglich in ärztliche Versorgung? Und was passiert, wenn in der Nordsee ein Riesentanker steuerlos vor sich hintreibt und der Wind ihn geradewegs auf einen Windpark zutreibt? Das sind zwei vollständig unterschiedliche Szenarien. Und die Frage, wie reagiert man darauf, wer ist zuständig, war Gegenstand der Auseinandersetzung im Ausschuss. Und ich denke mal, dass ich teile die Einschätzung vom Kollegen Schild, dass der Ausschuss mit der Anhörung und den entsprechenden Ergebnissen eine ausgezeichnete Arbeit abgeliefert hat, weil er nachgewiesen hat, erstens, es gibt mittlerweile auch in Bremen und umzu die Sachkompetenz, auf beide Vorgänge angemessen zu reagieren. Zweitens wurde intensiv darüber diskutiert, welche Verantwortung haben natürlich die Firmen, die die Windkraftanlagen aufbauen. Da ist über Standards diskutiert worden. Es ist auch darüber diskutiert worden, dass ein großer Teil insbesondere der Koordination und ich sage mal auch die Situation mit dem großen Schiff, das kann eine einzelne Firma unmöglich alleine lösen. Also insbesondere da liegt, sagen wir mal, die Verantwortung von Havariekommando und Havariekoordinationsstellen. All das ist weit diskutiert worden. Es sind gute Vorschläge gemacht worden. Wir können davon ausgehen, meines Erachtens, dass der Betrieb von Offshore-Windanlagen, was das angeht, also sowohl der Havarie, eine große Havarie, als auch die Versorgung von Menschen dort, ganz gut gelöst ist. Und dass es dazu Fragen gibt, was Finanzierung angeht, ist ein Stück weit, ich sag mal, selbsterklärend, weil natürlich angesichts von der oft beschriebenen Haushaltsnotlage manchmal die Frage ist, wer bezahlt denn eigentlich und wer profitiert. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, die muss man lösen. Also natürlich müssen Bund, Länder da in die Pflicht genommen werden und möglicherweise müssen eben die, die am meisten von solchen Offshore-Windparks profitieren, auch einen höheren Beitrag zahlen als die, die nicht profitieren. Wichtig finde ich, dass Zuständigkeiten dahin verlagert worden sind, wo Leute sind, die es können. Und das ist auch nicht immer der Fall. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster Redner hat das Wort Herr Senator Meurer.